Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Die Insel 2, meine lieben Freunde, mit dem Cedric Elsius. Es kam lange kein Minecraft mehr. Und deswegen wollen wir doch gleich mal hier loslegen. Ich habe hier etwas vorgehabt, und zwar, ich habe ein bisschen Musik im Hintergrund, wenn ihr das gerade hört. Ich wollte jetzt eine kleine Farm anlegen. Wir haben hier jetzt eine Süßwasserquelle uns sozusagen erschaffen. Und wollten noch ein bisschen mal auf neue Abenteuer von vielen, die jetzt die Insel 2 angefangen haben. Hier haben wir zum Beispiel Weizenkörner, die können wir jetzt anpflanzen. Weizen haben wir auch, aber Erde noch nicht. Und zwar ist mir so eingefallen, was heißt mir ist so eingefallen, der Günther hat mich darauf hingewiesen, dass man diese drei Wolle doch einfach zu einem Bett machen könnte. Es sind nicht alle drauf gekommen. Und im Questbuch stand da irgendwas von einem Bett. Quest 3, 1, 2, 3, 4. Hier. Ein Bett wäre jetzt genau richtig, oder? Suche drei Schafe und töte sie. Drei Schafe suchen und sie töten. Das bedeutet, dass man sich keine Schere baut, sondern dass man die drei Schafe wirklich auch tötet. Das bedeutet, wenn ihr hier vorne auf die Idee jetzt kommt, euch die drei Wolle, weil so einfach mache ich euch das nicht, meine lieben Freunde, euch die Wolle rausnehmt, da habt ihr euch geschnitten. So, jetzt tun wir hier uns mal ein Bötchen bauen und mal auf eine Nachbarinsel. Wir haben ganz schön wenig Essen. Und ich habe keine Sounds. Spieler. Jetzt habe ich wieder Sounds. Sehr gut. Haben wir noch was im Ofen? Nein, Werkbank können wir ja nichts haben. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Wir haben eine Schere. Alles gut. In der Zeit, wo wir weg sind, würde ich gern einen halben Stack Sand putzeln. Dazu brauchen wir 1, 2, 3, 4 Kohle. Tue ich mal hier rein. Und wir werden versuchen, meine Maus macht gerade einen höllischen Abgang. Erstmal den ganzen Strand aufzuräumen. Ich könnte jetzt auch einfach mit der Schere das Ganze abbauen, aber vielleicht kommt hier noch ein Setzling raus, so wie hier. Sehr gut. Ah, hier habe ich das hingesetzt. Ich habe beim Opa spielt gesehen, dass er zum Beispiel diesen Stift zoomen, der für den Tag-Nacht-Rhythmus zuständig ist. Übrigens, der Tag-Nacht-Rhythmus ist nicht irgendwie manipuliert, der wurde nur durch ein Gewitter am Abend dazu gebracht, dass man weiß, dass es langsam Nacht wird. So, ist der Baum abgeholzt. Hier ist auch noch ein umgekippter Baum. Und ja, ich habe gerade meine eigene Regel missachtet. Laub mit einer Axt abbauen. Mache ich eigentlich nie. Beziehungsweise nicht mit einer Axt, sondern generell mit Werkzeugen. So, ich werde mir jetzt ein Boot craften. Es sei denn, ich habe das hier unten in die Truhe gelegt. Nein, habe ich nicht. Oder habe ich hier noch irgendwo ein Boot rumoxidieren und werde mir jetzt hier ein Boot erstmal machen. So.
Ein Boot. So, das lassen wir mal hier. Und wir wollen da drüben Erde holen. Da passt das Lied ja. Übrigens, ist euch erlaubt, auf andere Inseln Häuser zu errichten. Oh, drüben ist ein Unterwassertempel. Muss ja sagen, ich weiß nur, dass das ein riesengroßer Ozean ist und wo wir ja schon das Dorf gefunden haben, war ich ja schon übelst happy. Aber jetzt in die Richtung war ich jetzt noch nicht unterwegs. Da oben sind Schafe. Wir sollten uns eine Insel, so eine Art Wirtschaftsinsel, absteigen. Wo ist das Boot hin? Nee, das gibt's doch nicht. Wir sollten uns so eine Art Wirtschaftsinsel machen, wo mir, ja, die nicht so weit von unserer Insel weg ist, dass wir noch die Chance hier haben, dass das alles nachwächst. Also ich will jetzt mal die Tiere hier nicht töten. Ich werde versuchen, dass ich hier das so gut wie möglich begradige. Gut, die Insel ist gerade nicht so dafür geeignet, weil unter anderem auch ein Unterwassertempel in der Nähe ist. Das ist Tintenfische. Ja, das sind Tintenfische. Gut, ich nehme jetzt erstmal hier Erde weg. Ihr wisst ja bestimmt, was ich mit der Erde machen möchte. Ich möchte das Feld erweitern. Und natürlich die Insel. Weil wir wollen uns ja so gut wie möglich ausbreiten. Ihr müsst nur eben darauf achten, dass dieser Böpsel, der dort im Wasser rausragt, nicht bebaut wird, beziehungsweise dass da ein Block oben drauf gesetzt wird. So. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so nah an den Unterwassertempel kommen. Und die Bäume, die können natürlich hier weg. So. Ich glaube, ich mache hier unten ein Erdfeld hin. Somit an die Kuhle. Ein bisschen auf die Seite. Unten am Wasser und da machen wir einen kleinen Hafen hin, wo wir die Schafe ansiedeln. Weizen haben wir ja. Rein höher, so. Können wir dann die Schafe ansiedeln? Hier unten ist ein Schaf. Das müssen wir dann nur irgendwie dort so in die Richtung bewegen. Ist hier noch irgendein Schaf? Nein. Okay, da fangen wir mal jetzt an. Dö-dö-dö-dö-dö. Mal gucken, wie groß wir das machen. Ich ziehe jetzt erstmal grob was rauf. So. Ich mache jetzt erstmal ein Grundgerüst. Das können wir ja dann immer noch später ausfüllen. Ist es gerade Nacht oder? Schaut das nur so aus? Wo ist die Sonne? Ja, es wird gerade Nacht. Jetzt kann ich wieder Shift loslassen. Dann sehr schnell auf die Insel zurück. Ein Unwetter zieht auf. Das meine ich nämlich. Ein Anzeichen für die Nacht.
Da habe ich wahrscheinlich an meinem Stress, den ich da hatte an diesem Tag, wo ich das umgeändert habe, nicht darauf geachtet, an welcher Seite der Insel das war. Und da ist das Gewitter. 8 Erde haben wir noch. So, aber Fackeln haben wir keine mit. Ist ja super. Na gut, da werde ich mir jetzt hier noch mein Boot bauen. Dass wir hier auch schon mal eine Werkbank haben. Ich stelle den jetzt einfach mal hier in die Mitte. So. 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 Und fahren rüber, dass wir schlafen können. Schnell weg hier. Welchen Tag sind wir denn schon? Tag 11? Hat natürlich nichts mit dem Tag zu tun, mit dem wir hier gerade spielen. Denn wir sind jetzt am 11. Tag jetzt auf der Insel der Story und am 5. Tag. Das geht wieder da ganz schön. 5. Tag im Let's Play. So. Und absteigen. Und diesmal will ich das mitnehmen. Bam. Habe ich es aufgesammelt? Oh, nee, so tief ist es nicht. Oh, hier war's. So. Und Tepper. Ja, geht's gar nicht so leicht raus. So, hier. Hup, hup. Und bis morgen, meine lieben Freunde. Ciao, ciao.